So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go kleine News wieder mal. Das nehme ich eigentlich jetzt am Abend auf, aber ich werde das dann am nächsten Tag raushauen nach dem Stream mit äh, Mega Kangama und Demeteros, denn gestern Abend war es endlich soweit, der Mai Event-Kalender wurde released. Wir wissen jetzt also Feldforschungsdurchbruch, Rampenlichtstunden, Raid-Bosse, Mega-Raids, Legendäre. Und, naja, der Mai, ich weiß nicht, wird ziemlich ruhig. <laughs> Weil schon wieder Kapukime, wusste man ja, Kapukime soll noch kommen. Und jetzt sind dann alle vier Kapus nochmal da. Obwohl, vielleicht ist das auch trotzdem wieder cool, wenn einer eins verpasst hat oder einer ein Hunderter hat und braucht noch ein paar XL was aber das Highlight wohl sein wird im Mai, die ersten legendären Mega Raids werden eingeführt, Mega Latios und Mega Latias. Und dazu wird es auch direkt ab Dienstag ein Event geben, das äh, Luftabenteuer. Zudem ist auch wieder ein neues Pikachu, also mit neuen Ballonfarben gibt. Es gab ja schon zwei Pikachus mit Ballons. Einmal das Normale und einmal das, wo eine 5 drin stand im Ballon zum 5-jährigen Jubiläum von Pokémon Go. Und jetzt hat es wieder andere Ballons. Und das möchten wir uns jetzt auch ganz kurz mal angucken, was es da sonst noch gibt für Raids, für Spawns, für sonst was. Megalatios und Latias steigen beim weltweiten Pokémon-Luftabenteuer-Event in neue Höhen auf. So. Pokémon-Luftabenteuer vom Dienstag, den 3. Mai. Schreibt es euch in den Kalender. Das ist der Tag, an dem Demeteros geht. Eigentlich, man dachte, Kabukime kommt, aber Kabukime kommt erst eine Woche später, weil in dieser Woche plötzlich legendäre Mega-Raids sind. Das heißt, es wird gar keinen Fünfer-Raid geben. Es wird nur die geben. Das ist auch brutal, das gab es bis jetzt noch gar nicht, glaube ich. Dienstag, 3. Mai, 10 Uhr bis Sonntag, den 8. Mai, 20 Uhr. Was machen sie denn aber bis von Sonntag bis zum Dienstag? Dann gibt es keine Mega-Raids? Und keine? Nein, der Mega-Raid bleibt trotzdem, aber das Abend, das, das Event geht nur so lange. Also das Event kann ja um sein, aber die Raids bleiben trotzdem. Das bezieht sich dann hauptsächlich also auf die Spawns, die dann während des Events stattfinden. Also Dienstag bis Sonntag Pokémon-Luftabenteuer, Pokémon-Debüts. Latias und Latios als Mega feiern ihr Debüt. Hier ist auch ein Trailer dabei. Den können wir uns ja mal kurz angucken. Drücken wir einfach mal hier drauf. Mega Latias und Mega Latios are coming to Pokémon GO. And Pokémon Air Adventures will fly you mega close to the action. Soaring into to Pokémon GO from May 3rd to May 10th. So, da sieht man schon, man erkennt gar keinen Unterschied zwischen den beiden Pokémon. <laughs> ist auch hier drunter so. Hier wird sogar Menas Moos vorgeschlagen, 3 Uhr nachts. Mega Latias, Mega Latios. Hm... Interessant. Nebelball, Scheinwerfer es sind also zwei neue Attacken. Alle Latias, die gefangen werden während dieses Eventzeitraums, die Latias bekommen die Attacke Nebelball und die Latios bekommen die Attacke Scheinwerfer. Trainerkämpfe, Arenakämpfe macht das immer unterschiedlich viel Schaden. Beide machen aber 120 Schaden bei Trainerkämpfen. Nebelball 105 Schaden bei Raids und Scheinwerfer 100 Schaden bei Raids. Die werden auf jeden Fall krass. Das Blaue ist aber krasser als das rote. Also Lat ist das Blaue. Das hat auf jeden Fall mehr Angriff und kommt auch auf mehr WP. Müsste 5600 WP erreichen, wenn mich nicht alles täuscht. In der Mega-Entwicklung auf Level 50 max 100%. Das wird mein Ziel sein, wenn die kommen. Dass ich bei beiden so viel XL sammel, dass ich die pushen kann, denn ich habe meine Hunderter von beiden schon da, möchte die mega entwickeln und möchte die hochziehen auf Level 50. Gleichzeitig wird es während des Eventzeitraums wilde Pokémon geben, zum Beispiel eben dieses fliegende Pikachu mit neuen Ballons, wird erscheinen, Mauzi, Enton, Dodu, Karpador, Wingul, Wablu, Driftlon und mit etwas Glück auch Glurak und Mantax. Alle diese Pokémon. Können shiny angetroffen werden. Mein Highlight wird das Pikachu wieder sein, mit dem Ballon zu kriegen. Ansonsten über Mauzi freuen sich manche. Thomas, für den ist das Enton. Kabador, kriegt ja noch seine eigene Rampenlichtstunde, aber äh, brauchen immer manche Leute noch für ein gutes Garados, Mega-Garados hin und her. Ansonsten, ja, Pokémon, die halt auch natürlich fliegen oder Flügel haben oder einfach wablos sind. Oder Driftlon, Driftlon Shiny, cool, wer es noch nicht hat. Interessant, dass Glurak schon wieder hier so dabei ist. Glurak ist irgendwie von den Stadern der Kando-Region das Pokémon, was am meisten überall benutzt wird und gezeigt wird. Jetzt auch bei diesem Mega-Event und der Mega-Forschung habe ich mich auch für Glurak entschieden, weil das ja eben zwei Mega-Entwicklungen hat. Habe jetzt auch ganz viel Mega-Energie wiederbekommen. Jetzt gibt es sogar dann äh, wilde Glurak dann zusätzlich. Und auch in Raids werdet ihr gleich sehen. Also, Glurak sticht immer irgendwie ein bisschen heraus. Mantax, wer das Shiny von Mantax noch nicht hat, kann hier auch mal zugreifen und schauen, ob er da noch ein Shiny Mantax bekommt. Auch trotzdem cooles Pokémon. Befristete Forschung. Während des Events findet eine befristete Forschung statt, bei der ihr Pikachu und Flug-Pokémon fangen müsst. Für den Abschluss erhaltet ihr 50 Mega-Energie. Für Latias und Latios 3000 EP und eine Begegnung mit einem fliegenden Pikachu. Weitere Raidkämpfe werden sein: Raids der Stufe 3. Glurak, Labras, Togekiss. Heißt es jetzt, es gibt keine einer Raids während dieser ganzen Zeit? Das ist auf jeden Fall interessant. Gab es, glaube ich, auch noch nicht, dass es einfach nur Dreier und Megas gab. Und gleichzeitig zwei verschiedene Megas jetzt, die auch noch legendär sind. Und keine Fünfer und keine Einer, sondern einfach nur Dreier mit Glurak, Labras, Togekiss. Togekiss für viele auch sehr cooles Pokémon. Wer da noch XL braucht, kann man gut in der Meisterliga auch nutzen. Labras, wem das Shiny noch fehlt, wer noch ein paar Bonbons braucht. Glurak in Raids, ja, gibt es ja trotzdem äh, auch wild und hat C Day schon zehnmal gehabt gefühlt würde ich jetzt nicht unbedingt Raiden Labras würde ich jetzt auch nicht Raiden also wir würden ganz uns auf Mega Latias und Latios konzentrieren ich werde da auf jeden Fall viel Raiden damit ich die Bonbons auch zusammen kriege wie ich das mache muss ich noch schauen vielleicht Dienstag das eine Donnerstag das andere und dann einmal Samstag das eine und Sonntag das andere würde vielleicht so sogar funktionieren, dass jedes zwei Tage kriegt, wo man durchzieht. Eier, die folgenden Pokémon schlüpfen aus 7-Kilometer-Eiern. Togepi, Mantirps, Emolga, FM. FM auch selten. Braucht man auch ganz viele Bonbons dazu. Wenn ihr da noch keinen habt, nutzt das vielleicht. Ich sehe schon, für mich ist wieder nichts dabei. Emolga, Mantirps, hm, Togepi, Togepi gab es jetzt beim Frühlingsevent auch wieder, jetzt natürlich wieder ohne Blumenkranz, aber trotzdem kann man da auch nochmal Bonbons sammeln. Pokémon bei Feldforschungen, Emolga, Wablo, Dodo, fliegendes Pikachu, also alles, was es oben auch schon so gab. Event Boni, während des Events schlüpfen Eier doppelt so schnell. Das heißt, wenn ihr zwei Kilometer Eier nehmt in eure unendliche Brutmaschine, schlüpfen die nach einem Kilometer, wer also viele Brutmaschinen benutzt. Der muss ganz schnell wieder neue nachkaufen. Also überlegt euch gut, was ihr damit macht. Neues Sticker auch am Start. Hier Corazon dabei. Dieses Pikachu mit dem Okinawa-Shirt und das fliegende Pikachu. Warum nicht? Und dann war das eigentlich schon die ganze Übersicht. Für mich eigentlich nur interessant: dieses fliegende Pikachu. Und eben die zwei Mega-Legendären. Ich habe ein Ziel, Level 50, 100% beide hochziehen Bams. Und dafür werde ich natürlich auch wieder streamen und diesmal auch intensiv selber mitmachen. Die ganze Zeit war es ruhig bei meinem Main-Account. Jetzt habe ich was, wo ich gezielt drauf gehe. Mal gucken. Ob da auch nochmal ein 100er sogar dabei ist beim Raiden und ob vielleicht noch ein oder anderes Shiny dabei rausspringt. Mega Entwicklung, okay, mega Energie kriegst du auch, aber mir geht es hauptsächlich dann um die XL-Bonbons. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Habt ihr Bock auf das Luftabenteuer? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.